Herzlich willkommen, meine kleinen Täubchen. Wir schreiben den fünften Spieltag in der Herausforderung Sidiron versus SV Werder Bremen. Wer ist besser? Die Werderaner auf dem Platz oder ich bei FIFA 16? Wir haben den fünften Spieltag, wie gesagt, da fand die glorreiche Partie gegen den FC Ingolstadt statt. Ja. Und die werden wir jetzt auch hier erleben. Bremen hat diese Partie seinerzeit verloren. Ja, in der 90. Minute haben sie einen reinbekommen. Ja, von dem legendären Ingolstädter Spieler, das wollen wir hier nicht, so. Von dem legendären Ingolstädter Spieler Hartmann. Das Es kann war für losgehen die und wir Werderaner also begrüßen so Sie zum richtig heutigen Spiel. Wir sind Hartmann. Rolf Fuß und Frank Buschmann. Ja, Tag zusammen. Hallo Buschi, hallo Fuß. Und da haben wir sie. Da haben wir ihn wieder. Wiedwald, Werder Bremen. Selassie, Sie wählen in diesem Spiel Bergfrede, ein 4-4-2 ja, mit Garcia, außerdem einem offensiven Mittelfeldspieler Fritz, als Unterstützung für die Öztunali. beiden Angreifer. Namen, Sie wie haben sie nur deutliche das wahre Defizite Leben im Abschluss schreiben kann. So, nun mach mal hin, in ne? dieser Saison. Das wird Interessiert ein kein. schweres Also offensivschwächste Auswärtsspiel. Verein. Und wenn das auch heute so Und die bleibt, haben bei den ist Werderanern alles einen Treffer andere gemacht. als leicht. Das möchte ich mal kurz sagen. Ja. Herausforderung an die Werderaner steht ja, Das also ist der die Anpfiff. Das müssen auf Spiel dem läuft. Platz besser sein als ich bei FIFA 16. Das ist tendenziell machbar, weil ihr seht es schon wieder, ich bin echt kein Pro im FIFA, um nicht zu sagen, dass ich blutiger Anfänger bin, aber das sage ich nicht. Das, ja. Letzten Partien waren wir, waren wir relativ gut, jetzt muss man ein paar Tage pausieren. Von daher, Legi. vielleicht haben wir schon wieder ein bisschen was verloren. Oh. Nein, nein, halt, stopp, nein, nein, nein! Der Ball ist getroffen und Oh! es geht weiter. Puh! Nein! Er schießt und gehalten. Oh! Ja, Wiedwald, die Eiche von der Weser. Es kann nur einen geben. Oh! Da ist er durch. Es gibt Jetzt können Sie sich für den Angriff wieder sortieren. Nein! Gar keine schlechte Gelegenheit Oh eben. Das Gott, sieht man ja hier in der nein! Wiederholung auch nochmal. Nein! Keine schlechte Gelegenheit. Das ist, ach so, ja, das war mäßig. Das muss ich zugeben. Das war ein bisschen Ups. peinlich. Ja, wir spielen auf Halbprofi die erste Da muss er hin Saisonhälfte. und holt sich den Ball. Ja, die Rückrunde werden wir dann auf Vollprofi spielen. Markfrede. Da können Füger. die Werderaner also Punkte gut machen. Allerdings haben sie die letzten Partien auch alle gnadenlos versemmelt. Von daher kann es auch sein, dass ihnen das nicht mal wirklich was bringt. Hinterseher. So. Suttner. Ja. Nein, halt! Stopp! Hinterseher. Wirklich eng. Guter Schuss. Boah, Hansi hier. Was macht ein Hinterseher da eigentlich? Musst du nicht noch in irgendeinem Porno mitspielen? Ist ja Wahnsinn hier. So. 0:0 nach 12 Minuten. In der letzten Partie sah es so aus, als würden wir immer Nun 6-7 Legi. zu 0 gewinnen. Bin ich Er ganz froh, steht dass gut das und jetzt hat nicht den mehr so Ball. aussieht, sondern es dann wieder ein bisschen kümmerlicher wird bei mir. Roger. Weil, ja, wir wollen es Ganz dann stark nicht. im Halt! Hinterseher. Wieder der Abseits. Ist Hinterseher. wohl Das ein ist ja Tick der zu früh Hass, der Typ. gestartet. Geh mal zum Friseur. Tja, hier. Also. Der soll nicht hier rumgranteln, sondern schön brav und artig verlieren. Mist, der Benasio. So, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe Alves. ins Spiel. So, Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. ja, das stimmt. Das wäre auch wichtig gewesen, wenn ich Groß. an den Ball käme. Da kann er sich Ja. den Ball holen. Halt. Nein, ich habe ein Haar in der Nase. Das. Ja, Das könnte so. gefährlich werden. Das wird nicht gefährlich, das ist es bereits. Und Jetzt. er schießt. Der wäre gut gekommen. Der Ball Oh! geht an den Pfosten. An den Pfosten. Ah. Das ist natürlich jetzt richtig lame. Also der Pfosten, ja. Das war auch ein bisschen pfostig. Jetzt gibt's Aber eher einen voll Einwurf. pfostig. Kennt ihr das, dass ihr so ein Haar erst an der Nase hatte, dass man dann hat das Gefühl, man wird witzig Legi. los, auch wenn man meint, man ist losgeworden.
Total nervig. Klasse gemacht vom Verteidiger. Vor allem, wenn man aufnimmt. Gut geklärt, das war wichtig. Ja, geht so, ne? Nicht schon wieder. So, jetzt komme ich. Jetzt kommt hier Selassie. Und auf Bartels. Bartels. Jetzt mach ihn rein. Nein. Das hätte es auch Suttner fast werden können. Legli. Legli, das klingt ein bisschen Klegli. Und Suttner. Suttner. Oh nein, nicht wieder der legendäre Hinterseher. Mit dem Pass hat er keinen Mitspieler erreicht. Er erzählt uns das Offensichtliche. Ich liebe Kommentatoren, die sowas machen. Das ist wie mit Leuten, die einem im Film erklären, was man gerade vor 5 Sekunden erst gesehen hat. Macht meine Freundin übrigens auch sehr gerne. Da verlieren sie den Ball. Ja. Aber sich drüber beschweren, wenn ich mich bei Walking Dead über die Oma beschwere. Carol, oder wie die heißt. Wagfrede. Und weil die nutzlos ist. Und weil sie alt ist. Junusowitsch. Und nutzlos. Wird's jetzt gefährlich? Nein! Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Den Ball hätte selbst ein 6-jähriger Jugendspieler aufgenommen. Und wieder Hinterseher. Selassie, komm. Du bist schnell. Die Flanke fängt sehr gut gemacht. Das ist was Böses Klasse gesagt. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Ach, nein. Nein. Alfredo Morales. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Ja. Da fehlt einfach die Konzentration. Ja, das ist einfach, wenn man so eine Wand wie Wiedwald da stehen hat, da macht ja auch Angst. Das hat bei hier Bayern ewig mit Kahn genauso funktioniert. Das ist einfach so ein aggressiver, gefährlicher Typ ist. Ja? Da hat man als Stürmer einfach gleich mal die Hosen voll. Ja. Und so ein Typ ist recht. Westergaard. Hey! Levels. Das könnte die Chance werden. Groß. Levels. Ist er nicht irgendwie im Jeansgeschäft tätig? Und damit sind sie am Ball. Uja. Nein! Ah ja, egal. Partie ist unterbrochen, es gibt Verzeihung, ein bisschen Husten. Immer noch, ja. Ich werde den so schnell auch nicht los. Das ist bei mir leider immer eine ziemliche Seuche. Das ist Tonali. Tonali. Oh Mann, du Vollpfosten. Nun beweg dich auch ein bisschen zum Ball. Ja, ein bisschen Einsatz. Martin. Mehr verlange ich nicht. Ein bisschen Einsatz. Aber das muss man auch einfach mal erwarten können. Die verdienen nun so viel Geld. Ja. So, das war eine Grätsche. Ja. Ich habe ihn leider nicht gelegt. Aber Einwurf. Die Grätsche war schon nicht schlecht. Alfredo Morales. Der erhöht die Moral seines Teams auch nicht. Oh Mann! Hinterseher! Uff, das ist doch, was ist das für ein Scheiß? Wieso ist denn der Pass ineffektiv? Genau so hat sie der Torwart. Der passt in den Lauf. Der war vorher ein Garant. Ja? Das war vorher ja, die Nummer. Haben die da irgendwie was weggepatcht, was ich noch nicht mitbekommen habe? Wenn ihr das wisst, dann schreibt es in den Kommentaren. Dann muss ich mir nämlich eine neue Taktik überlegen. Also, Suttner. Dann muss ich vielleicht auch auf die gute alte Foul-Taktik. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Was? Da kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Ja, nur, also, jetzt wird aber mal nicht kleinlich. Ja, das war nun eindeutig Ball gespielt. Er hat den Ball ja auch getroffen. Ich weiß nicht, wo da ein Problem sein soll. Fußball ist ein Kampfsport, ja. Das muss man auch da mal so ein bisschen akzeptieren, dass da auch mal jemand zu Boden geht. Akzeptieren wir bei Schlammringen ja auch. Da fängt ja auch keiner an und pfeift das aus. Und stoppt dann, um da irgendwie was auf den Boden rumzusprühen. So, nun guck nicht so grimmig, sondern schieß daneben. Sehen wir hier nochmal eine Wiederholung. Technisch einwandfrei und da hat er ein wenig Pech, dass der Ball knapp vorbeigeht. In Schönheit ertrunken, nenne ich sowas. Ja. Schönheit gewinnt kein Spiel. Tore gewinnen Spiele. Kann man nicht sagen, was man will, aber ich glaube, ich habe die großen Philosophien des Fußballs definitiv verinnerlicht.
Bartels! Oh, Bartels! Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Ja, das haben wir auch gesehen, danke. Und Suttner. Ich faul. Nein, er ist zu kurz gekommen. Fritz, er ist zu kurz gekommen. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Mhm. Bei 0 zu 0 kann man das leicht sagen. Das überrascht doch etwas nach dem Spielverlauf. Ja, sie haben dominiert, haben sich Chancen rausgespielt und trotzdem sind sie nicht vorne. Reden über mich? Das mal nicht recht. Oder über wen? Hoffentlich nicht über die Ingolstädter, das wäre ja also nicht so schön. Auf dem Papier sind wir jetzt dann gleich stark. Das muss sich dann natürlich auch. Ja, was ist denn? Ja, gut, 6 zu 1, 59% zu 41% Ballbesitz. Sogar mehr Zweikämpfe gewonnen als ich. Aber wenigstens habe ich mehr Fouls. So. Aber Schussgenauigkeit hier, 100%. Das ist das Gute, wenn man nur einen Schuss mal macht. So, ja, Ucha ist ziemlich im Eimer. Okay, die sind ja alle irgendwie schon ziemlich daneben. Was ist denn mit Keller hier los? Oh, naja. Können wir mal Keller. Hier, Fritz. Fritz kann es heute nicht. Ucha, wir wollen mal unsere Geheimwaffe einwechseln. Ucha, du hast ein bisschen versagt. Es tut mir leid. Claudio und Fritz, komm. Fritz muss auch raus. Wen haben wir denn? Fritz ist auch gar nicht mal so gut, ne? Super, wir haben nur Tröten hier. Oh. Ja, super. Was sind das denn für Spieler? Super, ich kann Fritz nicht rauskegeln, weil ich habe niemanden, den ersetzen kann. Super. Schön. Jetzt wird es den Wechsel geben. Claudio! Er mag spielen wie eine Schildkröte, aber er schnappt wie eine Schlange. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. So. Bergfriede. Ja, Bergfriede. Man nennt ihn auch Bergfriede. Ja, so radikal und gewaltig ist er. Nein, nicht die verdammte X-Taste. Wieso ist die nicht da, wo die B-Taste ist? Mit der B-Taste hätte ich jetzt einen guten Schuss gemacht. Nicht ja, schlecht ach, für diese ist Entfernung, doch. Aber er geht vorbei. Jetzt, anstatt meine Chance zu zeigen, was zeigen die den blöden hier Freistoß. Milosevic. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ja, gibt es. Und jetzt! Ja, nein! Hätten sie die Nase vorn gehabt. Das sah... Chance vergeben. Ah! Claudio, der hätte es fast getan. Das war aber auch gut gespielt. Also scheiß die Wand an, habe ich da einen guten Spielzug gemacht. Ja, also ich will mich nicht selber loben, aber ich tue es, weil sonst keiner tut. Das war schon geil. Ich hätte es krönen können, gebe ich zu. Nein! Da kommt nein! Der Schuss. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Das will jeder. Das ist auch so eine Null-Aussage. Das kann man immer sagen. Die Niederlage ist ihnen nicht genug. Also mit dem Steilpass, ich bin ja immer so ganz zufrieden mit. Aber wenigstens zeigt er ihn mir jetzt mal wenigstens wieder an. Das war ja in der ersten Halbzeit wie auch Null. Santiago Garcia. Santiago. Das ist Tonali. Jetzt kommt. Richtig. Den Ball hat er sicher. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne Lucevic oder so. Ja, war nicht präzise genug gespielt. Also sieht man das vielleicht gleich. Ja, gut, das ist sowieso ein bisschen lächerlich. Also, ja, das kann man auch sehen, wie man will. Wenn man auf der anderen Seite steht, sieht das ganz anders aus. Groß. Aber. Levels. Nee. Und jetzt wird es Einwurf geben. Diese Kommentatoren, da waren die schon immer so scheiße. Hinterseher. Guck mal, Hinterseher. Das gut ist ja Wahnsinn, wie viel Offensichtliches die erzählen. Ich mag ja Leute nicht, die mir. Ich hab's ja gerade eben schon erzählt, ich hasse es, wenn mir jemand das Offensichtliche erzählt. Dann denke ich immer, der hat mich für total behämmert oder behindert oder weiß. Da passt der Klasse auf. Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder. Ja, unfassbare Parade. Das sah aus, als wäre es der Pfosten gewesen.
Aber Alter, der sieht auch übel aus. Meine Güte, ist das ein Grott 9. Der ist übel, vor dem habe ich auch Angst. So, und jetzt. Ja. Nah am Tor, würde ich sagen. Komplett misslungene Ecke, der fliegt ins Seiten aus und jetzt gibt's Einwurf. Oh, jetzt gibt's Einwurf. So, komplett misslungen. Ich bin ja so ein toller Kommentator. Ich freue mich immer, wenn ich den am Hinterseher sagen darf. Ich weiß, wo dein Auto steht. Boah, Wiedwald. Wiedwald, Wiedwald. Ich will ein Kind von dir. Also, im übertragenen Sinne. Ich will nicht wirklich ein Kind von Wiedwald haben. Ich will ja auch erst recht kein Kind mit Wiedwald haben. Oder überhaupt mit Wiedwald irgendwie tätig werden. Groß. Ich könnte mir nicht mal vorstellen, mit dem ein Bier zu trinken, ehrlich gesagt. Santiago Garcia. Wahrscheinlich auch, würde der auch eine Milch wählen Schritt. Oder so. Pizarro. Jetzt! Pizarro! Ich kann wieder von. Geht er rein! Nein, du Tröte! Was machst du denn da, Öztunalli? Oh, Öztunalli, du Pflaume, du Vollpfosten. Du Ingolstädter. Oh, hier! Und was macht Bergfrede? Steht da wie Pick 7. Das ist auch Wahnsinn. Wie wollen die so eine Partie gewinnen? Das ist also moralisch ist das jetzt ja auch gerade wirklich ganz erbärmlich. Also wirklich. Stellen sich an, als hätten sie hier. Lex. Als ginge es um gar nichts. Ja, dabei ist das ein großes Duell. Ich gegen... Nun faul ihn doch, du Pflaume. Oh. Na, rennt der doch nicht ins Aus. Boah. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. Ja, wie steht noch? Jetzt die Auswechslung an. Die. Also sind seine Mediamarkt-Batterien aber leer. So, Kachunga kommt. Der vertreibt im Nebenberuf übrigens Autoradios. Habe ich mir sagen lassen. Oh nein, der war auch schon wieder böse. Oh. Ich glaube, sowas darf man eigentlich gar nicht sagen. Bei der Unterbrechung wird gewechselt. Weil man dann gleich mal so ein, ja, wieder irgendwie so der Nazi vom Dienst ist. So ist das natürlich nicht zu verstehen. Ich mag, wie auch immer der eigentlich heißt. Kachunga oder Kachunga? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal. Wer kommt da? Nein. Ich mag Ingolstädter generell nicht. Ist mir egal, welche Hautfarbe, Nationalität oder was auch immer die Leute haben. Ja. Ingolstädter sind tendenziell keine guten Menschen. Sie sind Bayern. Sie kommen nicht mal aus München. Ja, sie kommen aus einer Gammelstadt wie Ingolstadt. Sie haben es nötig, an ihrem Namen noch eine Stadt zu hängen, weil sonst keiner wüsste, dass das eine Stadt ist. Würde jeder denken, das ist Ingoldorf. Westergaard. Nein! Oh Mann! Ihr seid auch. Ich will auch den hier haben. Ich will den haben, der am Ball ist. Jetzt könnte der Pass kommen. Und der soll den dann. Oh. Kein Problem für den Torhüter. Ich komme mal in die Nähe des gegnerischen Tors gerade. Jetzt! Wart. Das ist ein bisschen. Also heute ist da ein bisschen der Drehwurm drin. Was macht er denn da? Mein Team ist auch nicht so wirklich nicht motiviert. Also beim besten Willen. Christiansen. Bieten sich an. Und Suttner. Kachunga. Da ist er, der tödliche Kachunga. Schon eklatant, Buschi. Ja, die Chancen spielen sie ja gut raus, aber da müssen sie auch mal was raus machen. Nein, das müssen sie nicht, Buschi. Wer da? Santiago Garcia. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Oh, scheiß die Wand an. Gleich kommen wir zur gefährlichsten 90. Minute. Wo ist Hartmann? Schussversuch. Der ist doch heiß. Der ist gar nicht heiß, der ist eiskalt. Ja. Ich bin heiß. Aber der Ball nicht. Ah!
so. Auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Nein, nicht auf die. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Als hätte sie die gesamte Partie nicht gebraucht. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Pizarro. Und auf! Jetzt zu lang! Nein! Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Nein! Auf der Bank ist Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. Oh nein, die holen wirklich Hartmann rein. Moritz Hartmann, der Torschütze der Partie im 5. Spieltag, 90. Minute, hat er einen Treffer gemacht. Ah, oh, und Werder Bremen abgeschossen mit 1-0. Scheiß die Wand an, sie holt Hartmann rein. Das ist ja ein Zeichen. Jetzt wird Zeit, müssen wir wirklich zeigen, dass wir besser sind als sie. Der Ball kommt. Nochmal Aufregung im Strafraum, es gibt Eckball. Aber so nicht. Na egal, solange ich an deren Ecke bin, können die bei mir kein Tor machen. Und 0-0. Mit 0-0 sind wir besser. Also unser Ziel kann auch 0-0 sein. Sieht nicht schön aus, aber es wäre okay. Es wäre für die... Ah! Nein! Nein! Das war so gut. Das war so gut. Meine erste Ecke, die mal so halbwegs geil aussah. Und dann gönnt mir FIFA das Tor nicht. Das ist so Mäusemelken. Da noch nicht hin. Oh Gott, nein. Selassie. Da können sie beide gleich Hartmann geben. Marc Frede. Ja. Nein, das ist viel zu stark. Ja. Werfen wir nochmal einen Blick auf Finn Bartels. Das war keine Chance. Achso, das. Ja, das war. Ah, das ist zum Mäusemelken. Haben sie das Tor auch extra vergrößert, ne, damit er mal in den Ball nicht reingeht. Während der Halbzeitpause. Das ist auch wieder Schiebung. Das ist diese fiese Schiebung auf Holzerniveau. Und wer sich noch an Holzer erinnern kann, ansonsten mal googeln, wann Schiri. Der Ball kommt gut. Gut mitgespielt von Doyle, der fängt den Ball ab. Ja. Die zweite Hälfte ist vorbei. Und 0-0. Ein Unentschieden. Ja, unentschieden. Ich bin besser. Ich habe meinen Punkt gemacht. Es tut mir leid, dass es 0-0 war. Ich hätte mir auch ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber immerhin, unser Punkt ist gemacht. Es ist hier alles okay. Wir haben unser Ziel erreicht. Ein Punkt mehr im Duell gegen den SV Werder Bremen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, auch wenn der große Treffer leider dann doch nicht drin sein sollte. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, ja. So. Und ansonsten kommentieren und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder im Duell der Giganten. Sediron versus SV Werder Bremen. Bababam. Bis dann. Ciao, ciao.